Willkommen zurück bei Pokémon Quarz. Im letzten Part sind wir hier lang gesurft und ich muss euch was sagen. Es kann passieren, dass in manchen Parts, das habt ihr ja schon wahrscheinlich gesehen, oben und unterhalb des Pokémon-Bilds schwarze Streifen sind. Das ist dann, wenn ich nicht richtig aufgepasst habe, weil das Spiel kann ich leider nicht komplett in Vollbild machen. Daher ist das nicht ganz symmetrisch für mich. Und ja, hehe, ich kann hier um dich rumschwimmen. Und ich muss das dann anpassen und sollte ich mal irgendwie abwesend sein und habe das in einem Part vergessen. Jetzt waren nämlich drei Parts vor kurzem erst, wo ich dann zu spät gesehen habe, dass diese schwarzen Streifen drin sind. Dann tut mir das natürlich leid, aber ich denke mal, die sind nicht ganz so wild. If you just float in the sea like this, Pokémon come around to play. Ja, ich hab's gemerkt. Also, bei mir kommen da auch sehr, sehr viele Pokémon, aber die spielen nicht ganz so gerne. Weißnebel bringt hier alles nichts. Die Attacken gegen uns ist hier niemand gewappnet. Los, komm. Ich weiß gar nicht, wie viel Leben die Viecher haben. Ja, das ist okay. Flügelschlag, das sollte uns nicht allzu viel machen, nee. Also, überhaupt kein Problem für uns, was unsere Gegner hier anrichten. Ja, Cassie used Pursuit. Das ist hier alles okay. Kriegen auch, ja, Erfahrung ist nicht so viel, aber egal. Oh, lost at sea. Ah, blödes Wortspiel, blödes Wortspiel. Aber ich find's gut. Mal gucken, ob sie irgendwo... Ja, hier geht's natürlich nach überall. Mal wieder. Rammt mich nur. Hello. We are training, but we can't stop to battle for a while. Ja, das heißt for a while, nicht a while. Glaube ich. Ich meine, ich bin jetzt kein Englischmensch. Wirklich nicht. Ich bin... Ihr wisst ja vielleicht, dass ich nicht so super Englisch spreche. Ich habe da schon meine Probleme, aber ich spreche es halbwegs gut. Also, man versteht mich und ich verstehe, was Menschen sagen. Mal so gesagt. So, Cassie und Plino kriegen ihre Erfahrung. Exit. Exit ist natürlich gegen Plino sehr effektiv. Gegen Cassie wiederum überhaupt nicht. Aber wir kommen weiter. Und jetzt sehe ich gerade eine Werbung für Burger King im Fernsehen. Ich glaube, da gehe ich morgen mal hin. Wenn ich eben im Auto unterwegs bin, kann ich da auch gerade mal vorbeifahren. Ja, tut mir leid, jetzt war ich wieder einen kurzen Moment abgelenkt. Vera und Vera. Oh well, we'll keep training then. Sehr schön, ihr trainiert weiter, Mädels, und ich schwimme mir hier einen Wolf. Hahaha. Das Wortspiel habe ich schon mal gebracht, ne? Verdammt. Ja, ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Da oben war noch eine Trainerin. Sowas bedenke ich immer erst zu spät. I'm growing bored of swimming. How about a battle? Ja, ihr wird langsam langweilig, also will sie uns bekämpfen und wir machen dann natürlich volle Kanne mit. Bivon, ich habe ein Item für dich. Treibholz. Also, nicht unser Pokémon. Das darfst du nicht fressen. Wir machen einfach das Vieh Palt. Ja, platt. Leute reden, schwer. Ich wusste heute schon wieder was machen und es juckt immer noch. Ich habe euch ja vor einigen Parts, das ist, nehme ich ja mal wieder viel am Stück auf, beziehungsweise jetzt war kurz eine Pause drin von 6 Stunden oder so. Und ja, meine Arme jucken wie blöde. Weil, ja, Mückenstiche. Die Viecher traktieren mich, die mögen mich irgendwie besonders gerne. Im Gegensatz zu anderen Leuten. Ich bin da Ziel Nummer Uno. Also muss ich natürlich komplett hier durchlöchert werden. Und die Colossio, die können wir hier mit Berry so leicht fertig machen. Das ist ja echt nicht mehr feierlich. Ein Schlag und die gehen einfach unter. Weil sie sind im Wasser. Hahaha. ja. Noch ein Pokémon. Ich schicke mal wieder Cassie vor. Die soll auch noch trainieren. Ich weiß gar nicht. Ich nehme mal an, der Arenaleiter wird so Pokémon Level 43 haben. Mal geschätzt. So von dem, was wir hier sehen, 10 Level drüber. Also das stärkste 43 ist, glaube ich, ein ganz guter Richtwert, weil die sind meistens etwas stärker als die hier mit dem niedrigsten Level und steigern sich dann. Ja gut, könnte auch vielleicht ein bisschen niedriger sein.
Aber ich gehe mal davon aus, dass sie nicht allzu schwach sein werden. Aber das hier ist ja überhaupt nicht irgendwie schwer für uns. Da kommen wir locker bis zur nächsten Stadt. I had no idea that you were this strong. Tja, das wissen nicht viele, dass ich so mächtig bin. Oder so stark. Kräftig. Kräftig prächtig. Und die Viecher, die hier rumflattern, um die kümmere ich mich gar nicht. Weil die sind nur im Weg. Da oben ist schon wieder Schimmer. Aber nee, ich möchte jetzt mal hier unten ein bisschen weiter. Ah, Tower Sea. Na, hier ist alles... Hier ist wirklich Tiefsee. Heißt Towersee Tiefsee? Ich glaube nicht, aber... Sicher bin ich mir da nicht komplett. Weil ich spreche nicht... Ja, wie gesagt, ich spreche nicht ideal Englisch. So, bisschen schneller hier weg. Weiße Felsen, die erinnern mich an irgendwas. Ich glaube, hier sind wir richtig, wenn wir das Team Amber aufhalten wollen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So, das hier beschleunige ich wieder, weil ich möchte nur flüchten. Der graue, also Grey Swamp, der graue Sumpf. So, naja, hier gibt's auch nur Sumpf. Mehr gibt's hier eigentlich gar nicht. Doch eine Hupe von draußen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Draußen hat gerade ein Auto gehupt. Und wir dürfen hier mal wieder zusehen. Na komm, hau ich gerade mal den Super Repel raus. Carbon. Carbon erhöht. Ich weiß nicht was, aber Carbos, das ist doch nicht Englisch. Was erhöht das Speed, ne? Ja, Speed of a Pokémon. Wer braucht denn hier die Geschwindigkeit, gebe ich mal, Donner. Das ist doch garantiert hier Spanisch. Der hat doch da garantiert die spanischen Namen genommen. Da bin ich mir fast sicher. Und deswegen greife ich jetzt den Schwimmer hier an. Du, komm her. Kommst jetzt her. This sea is precious. All it's full of shiny quartz. Ah, Quarz. Natürlich, der Satz musste ja auch irgendwo fallen. Ist ja Pokémon Quarz, ne? Oh, die Weiterentwicklung von diesem anderen Viech. Ja, ergibt Sinn. Ich weiß, ich spreche mal wieder sinnvolle Sätze, aber stört euch nicht daran. Genießt einfach die Show und entspannt euch ein bisschen. Und vielleicht hattet ihr ja einen anstrengenden Tag und sitzt jetzt irgendwie im Bett oder auf der Couch oder auf dem Stuhl einfach bloß am Computer. Wollt euch ein bisschen entspannen und guckt dieses Let's Play. Kann ja vorkommen. Ich weiß ja nicht, was ihr so den ganzen Tag treibt. Vielleicht habt ihr auch den ganzen Tag bloß rumgesessen und mein Let's Play geguckt. Hätte ich auch nicht wirklich schlimm gefunden. Mein Gott, reden ist echt nicht meins heute. Aber ich habe hier eh öfter mal Probleme mit dem Reden. Gerade wenn ich so viel auf einmal sagen möchte, dann kommt irgendwie gar nichts bei raus. So, wen kann ich denn jetzt vorschicken? Und fangen wir mal mit Laser an. Ja, ich denke mal, der Ruckzucki wird schon reichen. Nee, doch nicht. Das Vieh hält viel aus. Verhältnismäßig, meine ich. Aber solange wir nicht von irgendeiner Statik getroffen werden, ist mir das völlig gleich. Och, Confuse Ray. Diese Fähigkeit, also diese Attacke, die hier ist, wenn ich sie einsetze, ist mein Gegner, trifft sich selten wirklich selbst und die hält vielleicht zwei Züge. Okay, jetzt hatte ich gerade mal Glück, aber im Normalfall treffe ich mich jedes Mal selber und es hält ewig. Bis zum Tod meines Pokémon. Precious Lost Battle. Ja, mein Freund, mach dir keine Sorgen. Gibt Schlimmeres, als so einen Kampf zu verlieren. Zum Beispiel in den nächsten Schwimmer reinzurennen. Fu, 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 fu. I dive deep underwater to go deep undercover. Plumping in the depths is where I excel. Ja. Kumpel, du hast einen Schaden, glaube ich. Also du warst etwas zu lange unter Wasser. Kümmer dich nicht drum. Kann jedem mal passieren. Ich packe hier einfach... Stimmt. Entschuldigt, dass ich jetzt beschleunigt habe, aber ich wollte den Tausch jetzt nicht machen. Warum habe ich nicht gleich Laser vorgepackt? Der ist doch ein Elektrotyp. Er sollte doch hier auf dem Wasser eigentlich überhaupt keine Schwierigkeiten haben, genauso wie Flugtypen. Flug und Wasser ist hier ideal. Also muss Laser sich hier um den ganzen Kram kümmern. Der braucht doch nur einen Schlag für alles. Und dem gönne ich sogar die Erfahrung. Ach, das Kolossus, das ist doch wieder ein Gesteintyp, den kann ich mit Barry gerade mal umnieten. Ja, ich mache das hier so ein bisschen nach Elementvorteil.
Besonders weil Barry auch noch ein bisschen trainieren soll, bevor wir an die nächste Arena gehen, vor der ich Angst habe. Weil im Original war es ja... War, ich weiß nicht mehr, was es im Original war. Nee, ich habe echt keine Ahnung mehr. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade Johto im Kopf. Kann aber auch sein, dass ich mich irre und ich habe wirklich die richtige Arena im Kopf. Wir werden es sehen. Aber ich wollte jetzt mal gerade gucken, ob das wirklich stimmt, dass das schon... Nee, das ist erst der 7. Orden. Richtig. Das ist nämlich noch nicht der 8. Wo ist dann der 8? Hier ist Land. Das freut mich. Was sind denn das für komische Bäume hier? Aber egal, was das für Bäume sind, wir heilen uns. Und suchen nach der Arena, falls es hier überhaupt eine gibt. Ich hoffe es doch. Ja, der Effekt von Repel ist weg. Den habe ich ja genutzt, um hier halbwegs entspannt rüberschwimmen zu dürfen. So, zack. Nee, ich wollte eigentlich verkaufen. Denn wer braucht schon einen Nugget? Ich nicht. Ja, den Rest brauchen wir eigentlich auch nicht. Also, wieder mal geht es ab. Ich weiß bloß nicht wohin. In den Sumpf. Nee. Gibt's hier echt keine Arena? Ich möchte da oben nochmal gucken, ob es hier irgendwo eine Arena gibt. Ja, es gibt eine Arena. Dann gehen wir doch da. Das sieht nach Drache aus. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? Das war falsch. Gut, 4 Minuten haben wir noch. Die machen wir auch durch. Ach Gottchen, sowas ist das hier. Hui, das war falsch. So, hier rüber ist richtig. Hier. Das so, der Kreis bedeutet einfach nur, dass ich dort stehen darf. Ja gut, das ist ja relativ easy. Ja komm, ich kämpfe hier mit den Leuten, da erfahre ich auch gleich, was das für ein Level ist hier. The roads you have traveled, what you have experienced, come at me with everything you've learned. Mach ich, liebe grünhaarige Dame, die vorher noch braune Haare hatte. Was bist denn du? Rettern oder, ich habe keine Ahnung, was das für ein Feuervieh. Dragon Breath, oh Gott, das ist also doch eine, das ist eine Drachenarena. Habe ich das richtig im Kopf, dass das hier im Original, nee. Oder? War das hier Eis und die nächste Stadt Feuer? Oder nee, das war in der Generation, ne? Das war vierte Generation, Feuer, sag ich schon, Drache. Aber nee, ich glaube, ich bringe hier was durcheinander. Das mit der Eis war, glaube ich, eine Generation später. Und das mit dem Drache war, glaube ich, Johto. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich bringe das hier alles durcheinander und bin doof. Aber es ist ja auch egal, weil die Typen hier sind so stark wie wir. Und das bedeutet, mit meinen Level 42, 43, was ich da geschätzt hatte, lag ich gar nicht so verkehrt. Und das macht mir gerade so ein bisschen Angst. Weil dann müssten wir nämlich noch eine ganze Menge trainieren, bevor wir hier eine Chance haben. Ich muss jetzt mal Flash, vielleicht trifft es uns dann nicht mehr. Außerdem ist das nochmal eine ganz gute Vorbereitung darauf, was in Zukunft passiert. Also die anderen Pokémon, wenn die kämpfen. Verwirr ich es noch und dann tausche ich es aus. Weil dann kommt Cassie nochmal ein Level up, bevor wir hier den Kampf beenden. Und so muss es doch sein. Elektro hilft hier nicht weiter. Ich glaube, das Einzige, was hier hilft, ist Barry. Und ich glaube, der hat hier auch den größten Vorteil vom Element her. Weil Drache gegen Drache sind wir mal wieder nicht ausgerüstet. Wir haben keine Eisattacken leider. Wenn wir Eisattacken hätten, wäre das alles viel, viel einfacher. Aber wir können halt nicht damit rechnen, dass wir Eisattacken haben. Das hier hilft nicht weiter. Das ist schlecht. Ja, kann ich auch Stärke benutzen. Der Drache tot. Klappe zu. Und Cassie ist Level 37. Barry kommt auch ein bisschen, da nicht viel weiter. You've traveled the path of greatness. Ja, bin ich wirklich. So Leute, aber ich würde sagen, nee, der Part müsste eigentlich nur eine Minute gehen. Aber ich würde sagen, lasst mir einen Kommentar da. Daumen hoch, schreibt mir was Nettes. Und ja, ich mache hier nochmal die Rundreise. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.